Und damit recht herzlich willkommen zu State of Decay 2. Leute, wir haben in der letzten Folge haben wir zwei solchen Herzen geklärt und gleichzeitig von unserem Anführer seine Drogenquest konnten wir perfekt abschließen. Wir haben eine Zombie-Bedrohung gehabt. Da gab es eigentlich auch nichts dran auszusetzen. Das war alles gut lenkbar. Also... wir haben auch keine, wir haben auch derzeit keine Quests. Ich würde gerne hier runterfahren wollen. Ich habe noch eine Karre. Aber das machst nicht mehr du. Wen nehmen wir denn da am besten? Das könnte hier unsere neue übernehmen. Ich wollte gerade sagen, die geht's doch gut. Wen nehmen wir uns denn mit? Hey, du hier. Okay. You're still on your feet. Come help me out, hon. You're right point. I'll follow. I just need to run some errands. Die Karre, die haben wir ja aufgewertet, das stimmt ja. Ah, ich sehe gerade Benzin. Tanken wir mal fix auf. Gut. Miguel hat sich vom Bandscheibenvorfall erholt. Aha. Das ist natürlich auch eine üble Sache, ohne Scheiß, wenn du sowas hast. Vor allem, wenn du einmal damit zum Arzt rennst, die wahrscheinlich noch operieren müssen, kannst du davon ausgehen, dass du Dauergast da bist, ey. Vor allem, es spielt keine Rolle, ob du alt oder jung bist. So ein Bandscheibenvorfall ist eine richtig gute Sache, ey. Looks like we got another freak on our hands. Die Tür hinten ist offen. Ist auch nicht schlecht. So, fangen wir mal an, Stück für Stück. Hier in der Straße. So, bitte jetzt nicht schießen. I'm not seeing any more of them. I guess it's better than nothing. Kaserne wurde auch aufgewertet, perfekt. Baumaterialien. Schaltkreise haben wir auch. Perfekt für C4. Boah, ist nett. Sehr schön. Mach du mal weiter. Den Packsack hier nehmen. Gleich hin zur Karre, laden die ganze Scheiße da rein. Warum ist die Tür hier auf, ey? So, geht doch. Yes.
dieses Haus rein. Sieht doch nett aus mit der Scorpion da an der Seite, ey. Ich kenne da ja wem, der die Scorpion mag. Grüße gehen an der Stelle raus. Selber Geräusche bei uns hier. Bei mir hier in der Wohnung. Och, die können auch nicht aufhören zu schießen, ey. Time to move on. Gott sei Dank haben die einen Schalldämpfer drauf, aber trotzdem. Better keep him down. Was up? Nee, das Haus ist leer gelootet, okay. Hier ist auch noch ein Haus. Scheiße. Ist auf jeden Fall Betrieb. Hass auf die Pest, ey. Mann, ey, das geht halt nicht. Das geht halt nicht unterlassen können, nicht zu schießen, ey. Da steht ein Screamer. Shit, ey, nee, komm. Wir fahren hier einmal außen rum. Oh Gott, aufpassen. Lichten auf, ihr Blätter. Looks like we have a horde gathering. Ach du Scheiße. Tatsächlich sogar erstmal zum Außenposten hier hinfahren. Hier sind viele unterwegs gerade. Da schon satt gefressen, ey. Dreimal dürfte raten, was ich mir wieder zum was ich mir wieder zum Essen gemacht habe, ey. Und es gab wieder einen Topf. Allerdings kein Linseneintopf, sondern weiße Bohneneintopf. Na, und das dauert ja ewig eigentlich im Grunde genommen, bis diese weißen Bohnen so aufquillen und alles, das dauert ja auch ewig, ey. Die sind im Bestand. Hätten auf der Verpackung stand drauf 12 Stunden quellen lassen.
12 Stunden. Kann das auch jedem nur raten, sich wirklich daran zu halten. Weil wenn du einen empfindlichen Magen hast, kann nämlich schnell passieren, dass du Bauchschmerzen bekommst, wenn du, ich sag jetzt mal, nach 6 Stunden oder nach 3 Stunden der Meinung bist, du musst halt essen oder anrichten, zubereiten, wie auch immer. Gut, der Stand ist leer gelootet, wir können hier nicht durch. Bauchschmerzen braucht kein Mensch, ey. Das ist wirklich so. I found plenty of nothing. Nicht schießen. Gut, hier haben wir noch Medikamente. Oh, die Lebensmittelräuber wieder, ey. That's enough sitting around. I gotta get back to work. Hier ist nichts drin. Das war aber noch nicht alles. We're secure. That should do it. Sehr schön, tragbarer Generator. Das ist das Schöne daran, an diesen tragbaren Generatoren, die kriegst du hier wie Sand am Meer, hätte ich beinahe gesagt, auch in der Albtraumzone. Also, die gehen uns so schnell nicht aus. Ohne Scheiß, ihr könnt mich mal mit eurem Projekt und so. Das ist eine undankbare Enklave und lege ich ehrlich gesagt keinen Wert drauf. So, Überlebender in Not haben wir hier noch. Ja, da unten brennt die Hölle, ey. Obwohl, der ist noch in der Schutzzone. Können da ja mal ranfahren. Mal sehen, was der will. Streamer, ey. Da auch. Streamer hier. Don't you just hate listening to them? Hello there. Scheint noch am Leben zu sein. Red Talon would like your help, and we reward our agents well. Ein Agent der Roten Klaue. Zwei Soldaten sitzen beim Bienenhaus fest. Ich könnte Hilfe brauchen, sie zu retten. Glad to hear it. Sehr schön. Dann können wir das auch gleich mitmachen. Hier drinne. So, wir gehen jetzt aber trotzdem noch mal zurück zur Karre. Ich würde doch gerne den zusätzlichen Loot, den würde ich mir ungern entgehen lassen. Du Scheiße, sorry. Steck ein. Ballern ja hier wie die Bekloppten.
So wird das nichts. So steigt ein. Nee, wir müssen die Clusters machen. Die sind viel zu laut. Selbst mein Bot, der kann sich ja nicht zusammenreißen, wenn ich in Ruhe sneake und die Leute von hinten abmeuchel sozusagen, dass da nochmal zusätzlich drauf geschossen wird. Heads up, we got a feral on the prowl. I was becoming concerned. Thank you. Your efforts today have been exemplary. Der Verlust von Lor ist tragisch, aber es hätte schlimmer sein können. Im Namen der Roten Klaue, hier ist ein Zeichen unseres Danks. C4. Eine C4-Ladung. Als wir schon mal im Bienenhaus sind. Stimmt, ja, hatten wir noch das eine Seuchenherz. Holy hell, that's heavy. Muss echt zusehen, dass ich diese Seuchenherzen, dass ich die nicht vergesse, ey. Einen Händler haben wir hier auch noch. Hier ist noch. Der ist gestorben. Ich glaube, wir müssen sogar noch mal zum Außenposten hin. That's pretty heavy. Ach, scheiße. Ja. Wir sind einfach überfüllt gerade so ein bisschen. You want something? Tja. Verband mitnehmen wollen. I'm not seeing any more of them. Hier noch einen Packsack finden. Nee. Ethanol. Hier ist auch noch was zum Handeln. Scheiße, Mann. Wir lassen das. Wir lassen hier dieses Messer hier liegen. This is quite a load I'm carrying. Noch Ethanol mitnehmen. Okay. You want something? I'll be right behind you. Zeug noch mal rausnehmen. Da reinlagern. Achso, Moment. Packst du mit Medikamenten da einlagern. Mach du mal weiter.
müssen in der Todeszone auf jeden Fall vorsichtiger fahren, ey. Also wenn ich mir da so alte Aufnahmen angucke, wo wir in der Todeszone waren, wir waren eindeutig stellenweise auch zu schnell unterwegs. Und da braucht man sich nicht wundern, dass die Kahnen da nicht halten, ey. Ich meine, die in der Todeszone sind die sowieso. Da verwandelt sich Stahl auf einmal in Watte. So. Hier ist noch eine Polizeistation. Die ist auch noch nicht ganz leer gelootet. So. I should stay away from that plague bloater. Wir waren hier aber schon mal drinne. Fragt mich jetzt aber nicht, in welcher Folge das war. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. When we leave our stuff lying around, some of it's gonna get wrecked. Wo könnte denn hier bitte schön noch was sein? Ist mal im Ernst. We're good to go. Da hinten. I need a rest. Hä? Hier. Ah, shit. Okay, creepers are coming now. Egal. I'm pretty sure I've searched everything here. So jetzt aus hier. Schnell weg hier, ey. Los weg hier. Da raus. Komm nicht mit. Kommt aber hinterher, verfissig. Sind das massig Arschgeigen? Leise. Sonst haben wir die ganze Problematik nur an einem anderen Ort verpackt. I had some extra time, so I made myself useful. So, ja, da ist er. Schande über mein Haupt, ey. Kämpft auch gegen ihn. Wait a sec. Solche. My work here is done. Leer gelootet, da entfernt sich gerade eine Horde. Dann wir gehen, glaube ich, erstmal. Wir machen erstmal den einen Schuppen da. Jetzt hier rauskommen. Hier hinten durch.
gemacht. Cleared this one out. That's a good find. All this weight is gonna slow me down. Baumaterialien auch nochmal gefunden. Kannst nicht lassen, ey. Oh Gott, nee. Nee, komm. Raus. Da sind drei aufgeblähte. Da rennt auch noch irgendwas rum. An der Stelle. Ja. Den Schuppen sollten wir rein. Sorry, hab eben gerade nicht auf die Karte geguckt. This place is clean. Molly haben wir hier noch. Das ist ein Polizeimesser hier, nimm lieber das Molly mit. So, und dann hätten wir es hier unten auch geklärt. Hier ist auch noch ein Schuppen und Häuser, okay. Das lasse ich jetzt aber mal im Raum stehen. Weil im Großen und Ganzen haben wir dieses Gebiet jetzt hier lootet. Hier sind noch ein paar vereinzelte Geschichten. Da kann man bei Gelegenheit mal ranfahren, wenn wir hier durch müssen. Ansonsten haben wir das echt gut gemeistert hier bis jetzt. Die Stadt ist leer gelootet. Wir sollten uns jetzt demnächst mal hier drauf konzentrieren, auf den Bereich. Na? Und so wie es aussieht, sind hier auch nur noch drei solchen Herzen. Und dann war's das mit Albtraum. Mit dem Albtraum-Modus. Dass wir uns auf dieses Gebiet hier konzentrieren. Hier gibt's auf jeden Fall, da gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Und hier auch noch ein bisschen. Und wenn das geschafft ist, dann können wir auch die Map verlassen. Also ruhigen Gewissens können wir dann die Map verlassen. So, ich würde jetzt trotzdem gerne nach Hause fahren wollen. Auch wenn da drei Aufgeblähte stehen. Scheiß drauf jetzt. Können wir den Außenposten, der hier ist, diesen Waffenladen da, den können wir dann auch abziehen und können an einer anderen Stelle können wir eben einen errichten, und zwar hier oben, hier so in dem Bereich, wo hier ist ja auch einer, aber irgendwie in die Richtung, dass das alles schön dicht bei dicht ist, dass wir möglichst schnell die ganze Sache da hinter uns bringen können. Auf der neuen Map, da werden wir sowieso erstmal erobern müssen. Das bleibt nicht aus. Können wir uns schon mal darauf einstellen. Das Spiel nämlich von vorne los. So, und wie gesagt, die nächste Map, die jetzt kommt, die werden wir noch looten. Werden wir uns nochmal richtig gut positionieren und dann, liebe Leute, dann geht's in die Todeszone und dann dürfen wir eigentlich gut aufgestellt sein, ohne Scheiß. Es würde mich wundern, wenn wir dann irgendwie, das Einzige, was dann sein könnte, ist, dass wir eben, ja, durch vermeidbare Fehler eigentlich das ganze Ding in den Sand setzen. Na?
So, mal den ganzen Loot hier reinmachen. Okay, wo bist du? Komm mal her. Kämpfst auch gegen die Infektion an. Something? Of course I'll go with you. Du hast kein Automatik. Die ist Automatik. Lassen wir das mal so an der Stelle. So, dich schicken wir weg. What's up? Take it easy. Sega, du hast noch immer Benzin auf dem Rücken. Okay. Phew. I'm sure glad to be home again. Jo. So, an der Stelle. Wir haben hier noch einen handgemachten Schalldämpfer. Dann würde ich gerne noch einmal C4 herstellen wollen. Stellen. Mollys auch. Ja, das muss halt sein. Das ist nun mal so. So, wir haben jetzt drei zusätzliche Betten. We keep this up. I'm buying everyone a beer. Kriegst du 25 Einfluss. Pokernacht. Spiele spielen. Das erhöht die Moral am besten. Okay, Leute, ich würde den Part an der Stelle beenden wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.